Hallihallo, Tourfreunde, willkommen zu einem neuen Video My Tour mit. Heute machen wir ein etwas anderes Video, auch in einer anderen Umgebung. Sonst sind wir gerade an meinem Schreibtisch, beziehungsweise an meinem Schminktisch. Also ich habe so beides zusammen, weil er ist sehr groß und ich möchte jetzt nicht noch einen zweiten Tisch hier haben. Und zwar machen wir heute ein Schminkvideo. Ja, wir sind gerade ungeschminkt. Nice. Und zwar machen wir einfach so, wie wir uns so täglich, beziehungsweise ich nicht täglich, sondern Alltags-Make-up. Ja, beziehungsweise Chiara macht so ein Alltags-Make-up, ich nicht. Ich mache halt so mit Lidschatten und alles. Chiara schminkt sich halt so krass im Alltag, ich nicht. Ich will auch Gesichtscreme. Dann benutze jetzt eine Gesichtscreme. Mach ich auch. Ist ja wie so ein Kindergartenkind. So nice. Boah, ich mache immer so Geräusche, ne? Auch zu Hause. Ich rede immer mit mir selber, wenn ich mich schminke. Ich weiß nicht warum. Nee. Ich muss so bam. Ich gucke immer so richtig behindert. Ich guck gerade so vorne raus. So. Ich bin nicht. Ja, erstmal hier, das ist mein Primer von Leute, Catrice. Das hier ohne Spaß, ne? Das ist einfach das beste Augenbrauen, ich schwöre es euch. Das erste ist so ein Rand, ich meine oberen Augenbrauen. Also erst oben, dann nach unten. Ich will so richtig erklären. Richtige Beauty-Guru. Make-up. Und zwar habe ich hier eins von L'Oreal. Perfekt, Mensch. So lustig. Oh, es war ein bisschen viel am Kind. Guck mal, mein Kind hat mehr als meine Wange. So richtig. Jesus. Okay, ich hab. So, guck mal, diese Augenbraue sieht jetzt so nice aus und die verkacke ich. Ich sag's dir, ich werde es verkacken. Er sieht gerade echt scheiße aus. Egal, also das mache ich jetzt mit dem Mrs. Bella Pinsel. Ja. Boah, das jetzt ist viel zu viel. Egal. Wow. Guck mal, wie nice er die Kamera. Ja, die müssen nur meine Augenbrauen sehen, die sieht richtig nice aus. Ich hoffe, machst du immer so einen Verlauf vorne? So, dass es ich mach gar nichts, mach nur Augenbrauengel drauf. Boah, ich sehe gerade in der Kamera richtig hell aus. So, und das Ganze mache ich jetzt nochmal im Beauty Blender. Ein Tupfen tun. Das ist so anstrengend. Ich wollte halt runter. Ja, die Chiara macht sich gerade die Augenbrauen. Also nicht fragen, was sie da macht. Die geht aber immer richtig weit runter. Ich muss sie auch in die perfekteste Linie ziehen. Die Augenbrauen gebe ich mir wirklich gar keine Mühe. Alle geben sich immer richtig viel Mühe für die Augenbrauen. Ich so gar nicht. Ohne Spaß, für mein Make-up sind die Augenbrauen für mich das Heiligste einfach. Nee, wenn die nicht sitzen, muss ich neu machen. Guck mal, meine Augenbrauen sind eh so gerade. Ich striche einfach über meine Augen. Das ist eigentlich nur ein Schweißabhalter. Das ist das Schweiß von meiner Stirn, nicht in meine Augen läuft. Auf die Manhattan Wake-Up Concealer. Hier. So, meine Freunde. Nee, doch, hier. Ich hab's auch mal geschafft mit den Augen. Wo ist mein Augenbrauenstiel? Boah, ist richtig. Ich fühle mich. Oh, damn. Ich diesen Ball voll verkackt. Und diese und halt, oh, das hat man ja gar nicht gesehen, weil der Deckel nicht vorhanden ist. Den hier, weil meine Augenbrauen ein bisschen dunkler werden. Die ist sowieso der Burner, diese Augenbraue, da muss man nichts verändern. Nice! Danke. Das sieht richtig scheiße aus. Immer wenn ich mich schminke, weil ich gucke immer richtig nach oben, weil ich mich voll konzentrieren muss. Nee, das fällt schon. Dann habe ich einen Concealer von Fit Me, oh mein Gott. Und ich sehe richtig aus wie einfach. Und? Hey. Ich sehe richtig hell aus, guck mal. Hier diesen Rest hier einfach dran und dann umrahme ich meine Augenbrauen. Guck mal, wie hell ich in der Kamera aussehe. So hell ist es in Wirklichkeit gar nicht, Leute, also wirklich. Okay. Nice. Jetzt benutze ich mein Baking Puder, das ich mir heute gekauft habe. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt lache, dass noch was Lustiges passiert. Da muss ich mich gerade erinnern. Und ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Leute, wir benutzen ins Backpulver. Spaß, war ein Joke am Rande, Leute, wir benutzen das Camperpulver. Boah, man sieht immer so richtig räudig aus, wenn man sich so Baking-Puder unter die Augen macht. Ich fühle mich egal. Voll nice. Ja, das reicht. Guck mal, oh nice. Ich weiß nicht, warum ihr alle Augenbrauen so wichtig findet. Augenbrauen sind eigentlich egal, weil. Bei mir sind die Augen. Sind halt Augenbrauen. Jetzt mach ich jetzt weg mit einem Marvin-Pinsel. Ich bin schon dran gewöhnt. Aussicht. Ich mache jetzt einfach mal meine Augenbrauen. Und zwar habe ich hier so ein Essence Augenbrauen-Gel. So ein durchsichtiges. Das ist einfach nur, damit die sitzen. Guck mal, damit ich diese Pickel über meine Augenbraue. Siehst du diesen? Diesen Monster-Pickel? Boah. Den muss ich jetzt überdecken mit Concealer.
Danach, ich nehme so ein Fixing Spray, weil das ist auch von Catrice, ne? Das ist auch Primer zugleich. Damit ihr wisst. Und danach mein Primer. Doppelt hält besser, Leute. Den hier. Ich glaube, den kannst du auch benutzen, ne? Nice. Guck mal, Leute, jetzt sieht man meine Augenbrauen direkt viel mehr. Naja. Dieser Punkt. So richtig nice. Okay. Also, ja. Leute, ich habe drei Paletten. Ich zeig euch die jetzt mal kurz. Einmal die Dark Side Palette von Mrs. Bella. Alles unbezahlte Werbung. Ja, ist so. So, einmal die. Muss man dann halt gerade fragen, damit die Leute nicht. Dann auch einmal die von Marvin. Oh mein Gott, die sieht richtig hässlich aus, weil ich habe voll verkackt. Hey, aber Klaras ist komplett kaputt. Also, ja, also nein, mein Spiegel ist kaputt und diese Farbe ist raus, sonst sitzt sie noch. Und meine ist sauber. Meine ist komplett dreckig. Ich krieg das nicht mehr sauber. Es tut mir wirklich leid. Ich liebe Marvin wirklich. Mann, ich liebe ihn auch. Und dann habe ich noch so eine Essence-Palette. Ich weiß, Essence ist nicht gerade die geilste Marke, aber ich finde einfach. Was ist das für eine Farbe? Nice. Ich finde die richtig geil. Ich weiß nicht. Ich mag die. Oh, mein LED-Lichterspiegel, wirklich lieb's. Ich finde die Farben richtig geil. Also, ich wirklich. Welche Palette nimmst du? Marvin. Marvin? Okay. Mhm, glaube ich. Dann misch die auch. Oder die? Von Belle. Belle? Von Belle. Alles was? Ich meine natürlich Bella. Schluss dieses Make-up hier. Und ich misch das. Bitte bist du ruhig ganz kurz. Mit diesem Make-up hier. Ich muss mal überlegen. Das ist zu dunkel, das ist zu hell. Und deswegen. Achso, hier sind gerade die ganzen Pinsel von Marvin. Ich suche mir nur gerade einen Pinsel raus. Also für die Augen. Können wir dann rasch diesen Pinsel von Bella? Ein bisschen dreckig, die saß. So, ich nehme jetzt Ich mische jetzt zwei Töne aus der Marvin-Palette. Einmal. Damn Cheeks, though. Und Rooftop. Ich frag wieder falsch, Alter. Die so. Ich hätte euch den größten Korb jetzt gegeben. Ich hätte es gefeiert. Ich find's nice. So ein bisschen einblenden. Also nochmal, Leute, ich bin jetzt kein Schminkartist oder Make-up-Artist. Kein Schminkartist. Kein Make-up-Artist oder so, ne? Aber ich gebe mir Mühe. Also, wieso geht's nicht mehr so nah dran? Man sieht dich gar nicht. Ja. Du hast einen größeren Spiegel, du musst dich nicht so runterdrücken. Kann ja auch irgendwie hochstapeln. Also das mache ich jetzt so in meine Lidfalte und ein bisschen da drüber und da drunter. Also ich überall hin. Hast du einen neuen? Oder ist es der alte? Das ist der alte. Sieht nicht so aus, der sieht nicer aus. Meiner sieht pinkig aus, der sieht so braun aus. Nö. Okay. Achso, ja Leute, das ist gerade der Marvin-Pinsel, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich kacke im Kreis. Man sieht das, ah ja. 5 Minuten? Ja. Nö, ich hab keine Falten. Boah, wir sind gerade richtig konzentriert. Uns leid, wenn wir jetzt nicht reden, aber. Ich bin nicht konzentriert. Ja, du kannst ja auch alles im Schlaf. Nice. Ich habe ein bisschen zu meine Augenbrauen zu fixieren. Das ist nicht so nice. Die hat mir gerade erzählt, dass sie Haarspray auf ihre Augenbrauen drauf macht. Ja, was denn sonst? Das hält doch sonst nicht. Augenbrauengel? Ja, das hält trotzdem nicht. Meine Augen haben so gesehen, die locken sich hinten. Ich kann nicht schon blicken. Die locken sich hinten. Das war ein bisschen viel. Scheiße. Deum. So kann ich rumlaufen. Ist schon viel nicer. Bah, ich habe viel zu viel genommen. Ich heule. Und mein Make-up ist es gar nicht so. Na und? Da musst du es verblenden. Mir geht ja nicht. Ich weiß nicht, wie man blendet. Augenbrauenbürste. Ich glaube, es kommt voll in deine Richtung. Haarspray drauf. Fixier damit meine Augenbrauen. Damit die auch genauso nice sind wie jetzt. Das Haarspray riecht voll gut. Du bist ja gleich schon fertig. Ja. Hey, nee, ich muss auch noch Konturen alles machen. Obwohl das nicht kann. Weißt du, was ich noch machen muss? Nein. Meine Augen. Concealer. Puder, normales Puder, meine Wimpern, Kontur, Blush. Dann habe ich meinen Concealer, den hier von Fit Me halt, den habe ich gerade schon gezeigt. Von Fit Me. So, dann nehme ich jetzt. Warum brennt das unter meinen Augen? Ich glaube, das ist doch hier so. Jetzt habe ich aus der Miss Bella Palette die Farbe Diva. Weil ich finde die schön und Chiara anscheinend auch. Es brennt.
Ach, blende ich diese ganzen Gedöns hier ein. Meine Freunde. Ich möchte die Nummer jetzt sagen, weil ich liebe diese Nummer einfach. 06 von Fit Me. Das ist, glaube ich, die zweithellste. Gönnt euch die. Also nochmal, nebenbei, das ist keine bezahlte Werbung oder so, ne? Also. Spaß. Nein, das also. War doch nur ein Joke. Ich wollte das doch nur mal klären. Schau, Lilly. Was ist denn mit dieser Augenbraue heute los? Die mache ich Breakdance. Achso, ja, sie war gerade geschminkt, das hat sie abgeschminkt vorher, deswegen ist es also nicht so. Ich schau das Video. Ja. Und meine Haare sind jetzt gerade so lockig, weil ich war gerade duschen und meine Haare in der Luft trocknen lassen, deswegen. Ja. Boah, Alter, wenn die. Boah, das tut nicht weh, aber das hatte ich richtig. Dann mache ich so Make-up, fixieren wir morgen. Dann warte ich ganz kurz und dann muss ich den Puder, ja. Ich mache jetzt so richtig Spiel Gonzales. Spiel. Der von Trend it up. Das Backpulver drin, Spaß. Doch, da ist Babypuder drin. Ja, da ist Babypuder drin. Ich finde es nice. Auf jeden Fall von Trend it up, das ist auch sehr nice. Hatte ich ja davor, sieht man ja. Das war so, ich habe einmal bei der geschlafen. Das ist voll Schwätzerei jetzt. Ich habe einmal bei der geschlafen. Schwätzt man nicht. Und das war schon leer. Schwätzt man nicht. Und ich habe das bei der vergessen. Und dann hat die es einfach mit Babypuder aufgefüllt. Ich benutze immer Babypuder, das ist richtig nice. Ich mache so richtig viel Bam 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 in mein Gesicht. So bam, bam, dass man denkt, ich bin eine Mädel gefallen. So, erstmal den Concealer setzen, na, meine Freunde. Achso, ich mache es gerade nochmal unter das Auge. Also voll gut in mein Auge geräumt. Auch mit einem Marvin-Pinsel. Sorry. Hier ist kein Concealer, ich weiß schon, Leute, schreibt mich nicht an, aber meine Kontur ist dann nice. Keiner hat was gesagt. Ja, aber. So nice, nice. Kann ich durch meine Hose gucken? Was? Guck mal, meine Hose. Das ist meine Hose. Ja, ich hab die aber anders, das ist meine. Achso, und jetzt kommt Wimperntusche. Und da benutze ich. Mach mal deine Augenbrauen. Hab ich ja. Ich meine, schau mal mit Farbe. Guck mal, wie wenig. Guck mal, wo ich jetzt bin. Okay, Leute. Nee, ich mach jetzt mal mit Tusche. Ich mach jetzt mal mit Tusche. Und zwar benutze ich eine von Essence. Leute, meine Augenbraue, die macht richtig Breakdance. Macht so Super Curl, Volumen, Mascara. Genau. Und die benutze ich jetzt. Ich weiß nicht, warum alle immer Wimpernzangen benutzen. Bei mir bringt das nicht. Nichts. Nichts. Nee, bei mir. Bei mir irgendwie nicht. Aber ich mach's jetzt einfach mal für den Drip. Okay. Also ich habe eine von No Name Marke. Steht da nicht. Aber die ist ganz fancy, findet Kara auch. Und ja, deswegen ich wollte sich heute eine kaufen, aber bei dem gab's sie nicht. Sorry, Leute. So, ich muss jetzt warten. Fuck. Oh. Erstmal gleich hier. Oh. Zensieren. Zensieren. Klar, einfach einen Piepton rein, ne? Ja, das ist doch voll nice. Piep mal so. Diese Stelle muss unbedingt rein mit einem Pieper. Mit einem Pieper. Das ist vielleicht nervig zu machen. Einfach mein ganzes Gesicht ist einfach weiter. Da muss überall einfach hin. Ja, hier muss hin wegen schärfere Kontur. Wegen schärfere. Hier auch, weil ich mache Nasenkontur. Hier wegen Concealer. Und hier wegen meinem Lachverhalten. Ist jetzt schon zu spät, weil ich gerade gelacht habe. In der Zeit. Achso, ja, wenn Kiara geht, dann zeige ich einfach noch die anderen Sachen, die ich habe, also die hier gerade auf meinem Schminktisch stehen. Ja. Schon ein bisschen nice Marvin-Palette, Leute. Dann gebt euch das. Oh, der. Ich lieb's. Weil ich schon benutze jetzt erstmal Primer für meine Augen. Es war kein Primer für die Augen, aber ich benutze trotzdem. Habe ich gar nicht benutzt. Ihr Lieblingswort ist neuerdings ästhetisch. Ich weiß nicht warum, aber. Es heißt doch schön, ist doch eine schöne ästhetische Nachricht. Dann habe ich jetzt so eine klebrige Konsistenz und jetzt feiere ich mein Leben. Oh, diese linke Augenbraue, die triggert mich auch nochmal. Mach mal das hier. Psst. Hier, gib mal bitte. Wow. Ich komme da nicht dran. Jetzt muss ich mich mal bewegen, Leute. So, Leute, jetzt benutze ich hier ein Wattestäbchen von Ebelin. 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 Ich mache hier so eine Base, so einen Concealer, so meine Lieblingsbums. Habe ich jetzt meine Pinsel mitgenommen. Ich heule, wenn ich das sehe, ey.
den habe ich mitgenommen. Plus von Miss Bella, den Pinsel 5, das ist so ein Concealer-Pinsel. Und verblende diesen nice Concealer auf meine Augen. Dann nehme ich hier diesen Blender-Pinsel von Essence. Und gehe in. Ich sehe immer richtig konzentriert, dass ich mit Matsch drauf habe, weil ich Angst habe, dass ich wieder drüber komme oder so. Ja, im Stopp. Hahaha, geil. Auch den eh in meiner Lidfalte. Wie lange lässt du denn dein Baking Puder drauf? Bis ich fertig bin, ne? Oha. Oh, ich sehe gerade richtig dumm aus, ey. So, und jetzt? Hey. Mal meine Aufräumen nach, weil Kira es so will. Weil man die angeblich nicht sieht, aber ich sehe sie. Ja, du siehst sie. So, Leute. Dann, ich mache so, dass ich den einfachsten Make-up-Look, den man jemals machen kann. Ich mache jetzt einfach Concealer hier drauf und lasse es so. Ehrlich jetzt? Ja, mache ich immer. Bah. Voll oft. Voll nice. Aber ich habe den falschen Concealer benutzt, ich weine. Ich benutze immer so einen dunkleren. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so einen Trick gibt, wie man die Augenbrauen malt, aber ich mal einfach drauf los. Ja, ich umrahme die immer einfach und danach fülle ich die aus. Ja, ich hab's nicht so gemacht. Verdammte Scheiße. Oh, ja, das ist schön. Ich hab nicht mal geschrien, Vogel. Nee, ich finde, das sieht jetzt beschissen aus als vorher. Leute, das ist voll cool. In der Kamera sehen meine Augenbrauen eigentlich voll gerade aus, aber wenn man so in Wirklichkeit guckt, sehen die so voll ekelhaft aus. Guck mal. Soll ich mal was sagen? Ich erkenne da gar keinen Unterschied. Geil. Bin ehrlich. Okay, und okay, jetzt mache ich. Ich will keine Kontur machen, weil ich kann das echt nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach. Ich nehme jetzt diesen Pinsel von Bella, das ist die Nummer 9. Und gehe damit in den Highlights rein. Ich mache jetzt einfach Blush drauf, weil ich mag in keine Self-made Kontur. Selfmade und gebe mir das hier in meinen Augen in Winkel. Weil ich mag keine Kontur, deswegen. Nehme ich jetzt einfach Blush. Ich habe nicht mal Bronzer oder so drauf gemacht, weil ich mag das nicht. Was? Weil ich das nicht kann einfach. Das ist doch gar nicht schön. Ich nehme jetzt hier einen Bella-Pinsel. Oder sag ich zu Jessica auch mal. Muss man von den oberen Ohr hier anfangen? Man geht so. Da sind Haare. Gleich. Da flippe ich aus, meine Freunde. Dann muss ich diesen Poser-Pinsel von Marvin. Das ist die Nummer 1. Guck da stehen. Und dann? Mach ich meinen Bruder weg. Ah, geil. Nice, ne? Nee, ich mach jetzt Blush drauf von. Nee, sagt sie. Von Essence, hier. Den hat sie sich heute auch neu gekauft. Hab ich auch heute neu gekauft. Ich muss sagen. Danach gehe ich zu Blush. Diesen Pinsel, das ist, glaube ich, von Amazon oder so. Ja. Ja, ich die ist in einem Cheekstauffer Marvin rein und benutzen als Blush. Okay, Kara, was Farbe soll ich jetzt nehmen? Der von Bella ist nice. Das ist ein Louvre-Lauf. Louvre. Welchen soll ich nehmen? Wie? Hm? Meinst du von Lippenstift? Ja. Den? Klein, von NYX. Ja, von NYX. Von NYX. Der ist von NYX. Hier, den benutze ich jetzt. Den, Bella, ich liebe dich. Ich will dir das Video niemals sehen. So. Ist egal, ich liebe sie trotzdem. Das soll sie wissen. Vielleicht sieht sie in 700 Jahren dieses Video und danach denkt sie sich so, oh mein Gott, sie liebt mich. 700 Jahre. Bella ist eine Legende, die wird immer leben. Okay, dann nehme ich den Konturpinsel von Marvin, die Nummer 3. Und, nö, das mache ich noch nicht. Ich nehme jetzt von Hula Beauty, Benefit meine ich. Hula Beauty Bronzer. Und Bronzer damit mein Gesicht, meine Freunde. Und deine Freunde sind meine Freunde. Bist du bitte ruhig? Bist du noch meine Freunde? Deine Freunde sind alle meine Freunde. Meine Freunde sind deine Freunde. Dann nehme ich halt so einen Konturpinsel jetzt. Und gehe. Ich habe immer so zwei verschiedene. Dann wieder gehe ich in Miss Lynn. Oder ich gehe in Trended Up, diese Facepalette. Die ist richtig nice. Aber ich glaube, ich gehe jetzt da rein. Weil ich ja, ich bin jetzt fertig. Und zwar nehme ich jetzt Kara Setting Spray. Wie bitte? Ja. Von Catrice. Weil für den Drip muss ich Kara's nehmen. So, nice. Und dann habe ich das jetzt auch geschafft. Dann nehme ich mal. Ich habe Highlighter voll vergessen. Gib mal den Highlighter-Pinsel. Ich finde mal den Spannung. Wir benutzen übrigens den gleichen Highlighter-Pinsel.
Die von Marvin, das ist Nummer 4. Ja, ich mache jetzt auch Highlights, dass du mich einfach belassen kannst. Marvins Palette zeigen. In Selfmade rein. Oh mein Gott, weil der ist nice. Ich bin so dumm, ne? Wie kann man Highlighter vergessen? Nee, ich nehme Marvins Grinse. Ich warte jetzt, bis du fertig bist. Bitteschön. Danke. Dann nehme ich mal einen Beauty-Blender und blende das ein, damit es verläuft. Damit es richtig ästhetisch aussieht. Ich mache das nicht. Ich mache das. So, ich nehme jetzt, ich mische jetzt Swirly Twirly und Selfmade. Wie ich das hier ausspielen kann. Florence. Genau, das nehme ich. Ich nehme nur die Selfmade. Ich nehme das andere. Ich habe es nicht ausprägen konnte. Du siehst das andere nehmen. Kera hat immer so richtig viel Highlighter, ja, aber ich traue mich das nicht. Man muss mich auch sehen können, ne? Man muss ja auch wissen, wenn ich komme. Meine Freundin, sonst hätte ich das jetzt. Highlighter habe ich, Blush habe ich, Contour habe ich, Augenbrauen habe ich, Nice. Weißt du, was mir noch fehlt? Meine Wimpern. Und mein Lippenstift. Da bin ich fertig. Okay, dann nehme ich diese Wimpern zusammen, No Name. Mach so auf meine Wimpern. Zündest du das nicht sonst immer an? Ja, aber die brauche ich nicht anzünden. Die macht man so ein Feuerzeug so darunter. Normalerweise benutze ich die hier. Nur halt in schwarz. Na, dann muss ich das anzünden, weil das nicht so krass geil biegt, aber die biegt direkt. So, Leute, dann. Ja, die gibt euch das. Einfach meine Lippen sind so krass, die aus wie diese. Können sie hier rein. Dann mache ich jetzt so einen Wimpernprimer, der ist von Essence. Einfach damit die Wimpern länger sind. Dann benutze ich die Essence Lash Princess Falls Lash Mascara. Die ist richtig nice. Also ich habe noch so einen Bronzer von NYX. Wie? Von NYX. Aber ich. NYX, bitte. Nee, ich sag nichts. Weil. Aber ich benutze den nicht so gerne. Weil ich kann das nicht. Deswegen benutze ich den nicht. Auf jeden Fall habe ich den von ihrer Mutti bekommen. Meiner Mutti. Wo meine Mutter an? Mora. Jetzt hier noch so eine, aber ich benutze ihn halt nicht, weil ich das nicht kann. Ja, auf jeden Fall habe ich dann noch so zwei von Catrice, also so Lippen und Liquid Lipsticks. Dann benutze ich, bis ich dann. Boah, bitte zeig dir hier diesen, der Hammer, Leute. Also ich wäre jetzt auch dazu gekommen, aber ist okay, hat Kera jetzt gemacht. Es war Kera mit denen geschenkt vor 2 Tagen. Wo ist meiner denn davon? Ich könnte gleich nirgends. Weil er ihr zu rosa war, weil die mag lieber so Brauntöne. Deswegen hat er mir den geschenkt. Voll die süße, süße. Ich weiß, ich bin eine süße Stute, ne? Total. Das war ein Lippenpeeling von Rival of Me. Ja, und halt noch so einen leeren Concealer. Aber ich finde den gut, deswegen drin gelassen, weil ich mir den nochmal kaufen wollte. Ja, und sonst habe ich hier auf meinem Tisch eigentlich nichts mehr, abgesehen halt von Abschminksachen, also so ein von Garnier. Habe ich mir auch heute neu gekauft. Das, Alter Leute, das müsst ihr euch kaufen, das ist so fancy. Ihr müsst mal gucken, also bitte. Erstens ist es fancy, aus zweitens, davon wird die Haut so weich. Also nochmal, falls Liana sieht, Liana, danke dafür. Das ist eine Freundin vom Touren, eine sehr, sehr gute Freundin vom Touren. Die hat mir das empfohlen und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Ja, das ist jetzt unser fertiger Look. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen. Wir hoffen, ja, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr jetzt halt mit einem Daumen nach oben. Dann würden wir auch mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Voll nice.